Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil Zero. Wir haben ein kleines Problem und zwar habe ich diese Aufnahme schon mal durchgeführt. Leider hat es das aufgrund von Festplattenproblemen nicht aufgenommen und damit ist die nächste Stunde oder so ungefähr nicht mehr blind für mich. Ich habe das Ganze schon gespielt und weiß damit, was auf mich zukommt. Ich hoffe bloß, ich habe jetzt... Nein, ich habe die Pumpgun nicht mitgenommen. Ich bin so ein Held. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, okay, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Eigentlich brauche ich die Pumpgun gleich mal. Aber gut, wir können das auch anders machen. Wir erkunden zuerst mal den Keller und wir sehen, hier unten gibt es Spinnen. Hier waren wir ja bisher noch nicht gewesen. Deswegen wollen wir uns dem zuallererst mal widmen. Die Spinnen, würde ich sagen, lassen wir einfach, wo sie sind. Und ein bisschen rotes Kraut am Boden. Nee, sieht bloß so aus. Das ist ein Ventil, oder? Ja, das ist ein Ventil. So, wir hören, hier ist jemand anwesend. Die interessieren sich nicht sonderlich für uns. Aber dummerweise sind sie halt einfach mal im Weg, denn wir brauchen eine Schüssel da hinten. So, und eigentlich würde ich jetzt Rebecca mit der Pumpgun ausstatten. Aber wir machen das Ganze mal ein bisschen anders. Ich hoffe, das funktioniert genauso gut. Ja, ansonsten habe ich Pech. Oh ja! Sieh mal an! Die haut gut rein. Okay, wunderschön, wunderschön. Dann nehmen wir den Schlüssel ja mal an uns. Den brauchen wir nämlich gleich. Wobei, eigentlich brauchen wir ihn nicht unbedingt. Aber es wäre schon schön, ihn zu haben. Sagen wir es mal so. Dieser Schlüssel ist ein Schrankschlüssel ohne jegliche weitere Beschreibung. Komm, komm Rebecca, komm. Bevor sie dich voll sabbern. Der hat keine irgendwelche Beschriftungen oder sowas. Es ist halt einfach ein Schrankschlüssel. Also wir würden auch nichts weiter erfahren, wenn wir uns den anschauen würden. Aber wir finden unweit den passenden Schrank dazu. Und zwar in diesem Kontrollraum. Und wir sehen, hier finden wir auch ganz andere Sachen. Nämlich Munition über Munition und einen Haufen an Waffen, die wir leider nicht benutzen können. So, aber wichtig für uns ist natürlich die Munition. Wir können nochmal hier kurz schauen. Diese Waffen wurden auseinandergenommen. Überall liegen Einzelteile und Schießpulver herum. Und hier unten finden wir sogar Magnum-Munition. Wir haben zwar momentan noch keine Magnum, aber zumindest mal einen Schuss dafür. Okay, für Rebecca gibt es auch ein bisschen Gewehrmuni. Das ist sehr, sehr schön. Die sacken wir mit ein. Wir haben zwar gerade das Gewehr nicht dabei, aber das ist gar nicht so schlimm. Diese Waffe ist anscheinend in Reparatur. Ein Teil fehlt, daher ist sie nutzlos. Ärgerliche Sache, muss ich sagen. Aber was willst du machen? Kann man eben nichts tun. So, den Schrankschlüssel können wir natürlich an diesem Schrank verwenden. Viele Schränke findet man ansonsten nicht. Und darin finden wir einen Koffer. Der Duraluminkoffer, den sacken wir gerne ein. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Duralumin ist. Ich vermute mal, es ist eine Aluminiumlegierung, die sehr hart ist. Also das würde zumindest der Name so schließen lassen. Keine Ahnung. Wollte ich eigentlich mal nachgucken. Hätte ich eigentlich mal machen können. Naja, egal. Auf jeden Fall untersuchen wir den Koffer mal. Wir sehen Zahlenschlosssicherung. Aber naja, da war jemand nicht so sicherheitsbewusst. Mit einem Kombinationsschloss gesichert. Bei genauerem Hinsehen sieht man die Zahlen 3, 8, 5 in der Ecke. Keine Ahnung, warum man einen Zahlenschlosskoffer macht und dann die Kombination draufschreibt. Aber ich habe nichts dagegen. Das Schloss wurde geöffnet. Und wir finden Pistolenzubehör. Und das können wir verwenden, um eine der beiden Pistolen ein bisschen aufzurüsten. Und ich würde sagen, das machen wir am besten mit Billys Waffe, denn die ist sowieso besser, habe ich das Gefühl. So, die ist damit jetzt richtig gepimpt. Das ist jetzt eine Spezialpistole. Die können wir auch gerne nochmal untersuchen. Sieht lustig aus. Eine Spezialpistole, die für mehr Präzision mit einem Zielfernrohr versehen ist. Dadurch ist es einfacher, den Schwachpunkt eines Ziels zu treffen. Schick, schick. Gut. Das nehmen wir natürlich gerne an uns. Dafür gibt es übrigens auch ein Achievement, das wir jetzt natürlich nicht mehr erhalten, weil ich es schon besitze. Und wir werden Rebecca mal an dieser Kontrollkonsole platzieren. Allerdings wird nicht Rebecca ihn hier stayen lassen, sondern sie wird hier stayen. Und Billy schicken wir hier runter in die Höhle des Löwen sozusagen.
So, wir kommen hier nicht weiter, aber wir haben ja oben das Kontrollpult. Und da wollen wir gerne ein paar Knöpfchen drücken, um hier was zu verändern. Das war falsch mal wieder. So, wir wollen eigentlich den Charakter wechseln. Und ich nehme diese Säuregranaten sehr, sehr gerne an mich. Ich weiß gar nicht, Säuregranaten hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht gehabt, ne? Kennen wir natürlich als Resident Evil 1. Funktionieren auch genau so. Und die nehme ich sehr gern an mich. So, damit kann Billy schon mal eins weiter schreiten. Und dann probieren wir es mal mit der Mitte vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Also das ist jetzt so Try and Error mäßig. Aber wir sehen ja, allzu viel kann man da jetzt eh nicht falsch machen. Wir müssen uns mit Billy nur sukzessive vorwärts bewegen. Was wir wollen, ist das hinter dem Gitter da. Momentan kommen wir da nicht ran, aber wir sehen schon, hier ist ein formschöner roter Knopf. Und wir kennen das ja aus allen möglichen Spielen und Serien und Filmen. Rote Knöpfe sollte man immer drücken. Haha! Herzlichen Glückwunsch! Ihr Lohn sind 2 Hunter! Und du ziehst dich gleich mal zurück. Noch einer. Wo ist der andere? Da ist er. Der kommt da angehüpft. Bleib doch liegen. Und damit wäre die Sache erledigt. Einfach ganz ruhig bleiben und die Munition verballern. Das ist eigentlich ganz günstig. Jetzt haben wir sogar gleich wieder Platz. Wunderschön, wunderschön. Den Platz können wir auch gleich benutzen, um den Anlageschlüssel an uns zu nehmen, der hier zu finden ist. Und was für ein Schlüssel könnte es sein? Wir haben noch eine Tür offen, die wir öffnen müssen. Und diese Tür ist eine Wassertür. Genau, wir haben den Wasserschlüssel gefunden. Und das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Ich würde sagen, wir wechseln auf Rebecca. Let's go! Ja. Und verziehen uns von hier, denn hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu tun für uns. Billy, bist du da? Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht von den Spinnen vollgerotzt werden auf dem Rückweg. Sofort rennen. Komm, Billy. Oh, du Sau! Die kriecht da auf dem Boden rum. Billy, 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 nein! Verschieß doch nicht die gute Muni. Oh, Mann. Ich glaube, Rebecca geht's nicht gut. Ja, gut, war ein Rachekill, das ist in Ordnung. Revenge for poisoning. Denn ich glaube, Rebecca sollte vergiftet sein. Nein, sie ist es nicht. Sehr gut. Das ist dann völlig in Ordnung, dann können wir ein bisschen Platz bei ihr schaffen. Kann ich mit leben. So, ich glaube, hinten in der Kammer, aus der wir sie gerettet haben, da gab es ja nichts mehr. Aber was es hier unten noch gibt, das ist ein Rätsel. Und dieses Rätsel, dem sollten wir uns mal widmen, denn dafür brauchen wir gar nichts mehr. Ich dachte, wir brauchen irgendwas dafür. Aber tatsächlich nicht. Und ich muss sagen, ich habe das Rätsel erstaunlich schnell gelöst. Es war eigentlich gar nicht so schwer. Wir lesen uns das nochmal durch. 6 Seelen, gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Und dieses Schwachen ist relativ wichtig dabei, denn es geht darum, herauszufinden, welches Tier über welches andere triumphieren würde. Lesen wir uns doch mal die Inschriften durch. Die Schlange. Bein und lautlos schleiche ich mich an meine Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Wir können uns also denken, das ist nicht der Schwächste. Der Hirsch. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hirne. Hirner? Hörner, meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Der Adler. Frei tanze ich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Der Adler frisst also die Schlange, das haben wir schon mal rausgefunden. Der Hengst, Baby! Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Können wir momentan noch nichts mit anfangen, aber der nächste verrät uns, worum es geht. Der Wolf.
Dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Also, der Hirsch wird vom Wolf gerissen und der Wolf wird vom Pferd niedergeritten? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber wer könnte das Pferd schlachten? Nun, wie wär's mit dem König der Jäger? Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Und damit sind wir durch und haben eine perfekte Reihenfolge. Meine Zunge ist irgendwie schwer heute, ich weiß auch nicht. Eine perfekte Reihenfolge aufgebaut. Es geht los mit dem Hirsch. Der Hirsch... Hirsch? Mein, was ist denn los? Ich kann nicht mehr reden. Der Hirsch kann niemanden reißen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, denn der Hirsch ist eigentlich ein Vegetarier. Und wir sollten uns richtig vor ihn stellen. Dann klappt das Ganze auch. So, jetzt stehen wir auch davor. So, wenden wir das Feuerzeug an. Und entfachen die Flamme. So stand es ja irgendwie drin, glaube ich, ne? So, der Hirsch wird vom Wolf gerissen. Den finden wir hier. Der Wolf wiederum wird vom Hengst zerritten. Der Hengst ist nicht schnell genug für den König der Jäger. Aber selbst der mächtigste aller Könige wird vom Gift der Schlange besiegt. Und schließlich der Herr der Lüfte holt sich die Schlange. Und damit brennen alle Feuer und die Tür öffnet sich für uns. Ich würde sagen, wir rüsten mal Pistole aus. Ja, Rebecca hat auch die Pistole in der Hand. Wie zu erwarten war, denn sie hat nichts anderes mit. Und dann schauen wir uns mal diesen Durchgang an. Wir schauen mal kurz auf die Karte und sehen, es sind zwei Räume, die uns hier erwarten. Dann fangen wir gleich mal mit dem zu unserer Rechten an hier. Warum renne ich jetzt eigentlich mit Billy rum? Rebecca hat den Platz. Gut, wechseln wir mal auf Rebecca. Und wir sehen, hier drüben gibt es Flaschen. Die nehmen wir schon mal mit. Da können wir uns neue Molotow-Cocktails verbauen. Das ist sehr schön. Ein alter Schreibtisch. Er scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Hier sieht es ein bisschen versifft aus, muss ich feststellen. Ein Bett. Die Laken sind voller Blut. Immerhin ist der Blutende offenbar nicht mehr hier. Und hier im Kamin finden wir etwas, das wir brauchen, um in der Story vorwärts zu kommen. Eine Einheitssteintafel. Die nehmen wir gerne an uns. Und mehr gibt's ja auch schon nicht. Ein simpler Holzschreibtisch. Die Schubladen wurden durchwühlt. So, mehr gibt's in dem Raum nicht. Wir haben das, was wir brauchen, nämlich diese Steintafel. Und wir erinnern uns an die Inschrift im Observatorium. Das ist ja eigentlich das letzte Rätsel, das jetzt noch offen ist für uns. Da stand die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation, glaube ich. Also irgendwie so stand es da. So, jetzt gehe ich mal mit Billy vor. Das heißt, wie waren die? Einheit, Unterordnung oder sowas und noch irgendwas. Ja, und die sollten wir dann wohl finden in Form von Steintafeln. Und in diesem Raum gibt es tatsächlich noch ein paar Freunde, die sich mit uns anlegen wollen. Ich glaube, ich habe gerade daneben geschossen, kann das sein? Naja, egal. Laden wir mal nach. Stehe ich nicht nah genug an Rebecca dran? Offenbar nicht. Immer noch nicht? Sag mal. Soll ich in den Arsch kriechen oder was? Was ist denn los hier? Ah, weil du noch lebst. Das war der Grund. Alles klar. Gut, dann sollte das jetzt aber machbar sein, oder? Ja, wunderbar. Die sind aber lästig heute. Als ich das letzte Mal gemacht habe, sind die nicht wieder aufgestanden. Gut, laden wir die Muni nach und schmeißen sie wieder zu Billy rüber. Alles, jawohl. So, und dann... Ups, falsche Taste. Wie bin ich denn da drauf gekommen jetzt? Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir sehen, es handelt sich hier um Unterkünfte, offenbar für die normalen Mitarbeiter. Ein spartanisches Bett. Matratze und Laken fehlen.
Ist bestimmt verdammt gemütlich hier gewesen. Auch zu Lebzeiten von den Zweien bestimmt. Eine Holzkiste. Darin sind verschiedene Apparate und Geräte. Er zuckt noch ein bisschen vor sich hin. Wenn er das möchte, wir finden auf jeden Fall hier auch noch ein Schriftstück. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was wir in diesem Raum finden können. Tagebuch des Management-Praktikanten. Woran arbeitet Markus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Egeln? Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Egel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen der Egel berührte. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll... Ich halte mich fern, selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis. Der arme Kerl. Dieses ständige Kratzen. Schon allein vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen. Aber wie? Dennis weg. Ich gehe. Hunger. Hilfe. Mama. Sorry, Dude. Ich glaube, für dich ging es auch wie für Dennis ins Zombieland. Das waren wohl die beiden, die wir hier erledigt haben.